Lass uns jetzt mal drüber nachdenken, was eigentlich mit dem Siedepunkt oder dem Gefrierpunkt von einer beliebigen Lösung passiert, wenn wir irgendwelche Partikel da hineingeben. Und um anzufangen, nehmen wir mal Wasser. Muss aber nicht Wasser sein, es kann mal ein beliebiges Lösungsmittel sein, beliebiges flüssiges Lösungsmittel. Und ihr wisst ja, Wasser ist ja so organisiert, dass ich diese Wasserstoffbrückenbindungen habe zwischen den Molekülen, was dazu führt, dass im flüssigen Zustand dass die Moleküle zusammen sind, aber gleichzeitig haben die ja noch eine gewisse kinetische Energie, bewegen sich aneinander vorbei. Und damit Wasser jetzt fest wird, also damit es in festen Zustand übergeht, man nennt es auch einfach frieren, dann muss es noch mehr organisiert werden. Es muss in eine kristalline Struktur übergehen, und zwar muss das eine reguläre Struktur sein. Und wir wissen ja, dass die Wasserstoffbrückenbindungen jede kinetische Bewegung auch sehr stark kontrollieren oder einschränken können. Und wenn die Bindungen eben jetzt stark genug sind und stärker sind als die Bewegung, dann entsteht diese gitterartige Struktur von Wasser. Und wie geht es jetzt, dass diese chaotische Struktur vom Wasser oben in eine regelmäßige kristalline Struktur von Wasser übergeht? Ihr wisst ja, es gibt Eiskristalle, sehen auch sehr schön aus. Und wie geht das? Ich mache das jetzt nochmal. Jetzt stellen wir uns vor, es sind hier größere Moleküle drin. Das könnte zum Beispiel der Kochsalz sein. Und die Wassermoleküle, die sind dann im Außen. Hier habe ich noch ein weiteres relativ großes Molekül von einem gelösten Stoff. Und die Wassermoleküle organisieren sich wieder hier außen rum. So, was glaubst du jetzt? Glaubst du, es ist jetzt einfacher oder schwieriger für das Wasser, um in diese kristalline Struktur überzugehen? Und jetzt ist es so, dass es diese großen Moleküle den Wassermolekülen schwerer machen, sich zu organisieren. Und für die Wasserstoffbrückenbindungen wird es schwieriger, eben ihre Effekte auszuspielen. Und es wird also so sein, dass diese Moleküle dazu führen, dass das Wasser flüssig bleibt. Und ich zeige euch das jetzt hier nochmal. Ich habe hier also Wasser und dann habe ich eben den gelösten Stoff. Und jetzt ist es ziemlich schwierig, diesen gelösten Stoff irgendwie in diese Struktur hineinzubekommen. Das geht irgendwie nicht, das funktioniert nicht. Jetzt wird es so sein, also dass diese gelösten Stoffe die Struktur vom Wasser noch irregulärer machen oder machen es dem Wasser schwieriger, in eine reguläre Form überzugehen. Das heißt, der gelöste Stoff, das nennt man auch Solut, im Vergleich zur Lösung, wird also dazu führen, dass ich einen niedrigeren Siedepunkt eben habe. Und wird also sein, dass der Gefrierpunkt dann eben niedriger sein wird. Und wie ist es jetzt also, was ist es mit dem Wasser, wenn ich zum Beispiel kochen will? Also es geht jetzt um den Siedepunkt. Und das Erste, was ich mir dachte, ist es nicht einfacher für die Wassermoleküle, dann eben gasförmig zu werden? Und dachte ich mir zuerst. Aber nein, in Wirklichkeit ist es genau andersrum. Und wir stellen uns das wieder so vor. Wir haben also eine Masse von Wassermolekülen im flüssigen Zustand. Und wir wissen jetzt, dass kann ja sein, dass die durchschnittliche Temperatur jetzt nicht hoch genug ist, dass es verdampft. Aber es gibt ja eine Verteilung der kinetischen Energie und jetzt kann das sein, dass eben welche an der Oberfläche schnell genug sind, um zu verdampfen und dann eben einen bestimmten Gasdruck oberhalb des Wassers erzeugen. Und wenn der Gasdruck hoch genug ist, wird er also auch weitere Wassermoleküle davon abhalten, zu verdampfen. Und wenn du jetzt genügend Moleküle oben hast, dann wird es eben sein, dass sie nach außen und nach oben drücken
und so dass einfach auch andere Wassermoleküle nachkommen können und weiter verdampfen können. Was passiert jetzt, wenn du eben einen gelösten Stoff wieder hier drin hast? Sagen wir mal hier, hier und hier habe ich einen und hier. Und die sind natürlich auch so, dass dieser gelöste Stoff einen gewissen Teil der Oberfläche auch einnimmt und dadurch vielleicht Energie auch absorbiert, beziehungsweise du hast einfach weniger Wassermoleküle oder Stoffe vom Lösungsstoff, was letztendlich dazu führt, dass du einen niedrigeren Gasdruck hast. Und bitte denk daran, dass dein Siedepunkt ist dann erreicht, wenn der Gasdruck gleich dem Atmosphärendruck ist. Und dann ist das Siedepunkt. Jetzt ist es so, wenn ich also einen niedrigeren Gasdruck habe, habe ich also insgesamt weniger Wassermoleküle, die da oben sind. Wird also dazu führen, dass der gelöste Stoff den Siedepunkt erhöht. Allgemein kannst du dir so vorstellen, also wenn du irgendwas in eine Lösung hinein tust, wird es der gelöste Stoff dazu führen, dass das Lösungsmittel lieber flüssig bleiben möchte. Also es gefriert nicht, es gefriert nicht so schnell und es siedet auch nicht so schnell. Und ich habe hier eine schöne Simulation. Hier habe ich euch nochmal die URL nochmal gezeigt. Campyurdo Solutions eBoil. Und da war also wirklich eine sehr, sehr schöne Grafik und eine Animation. Auf der linken Seite siehst du jetzt eben, wie diese Wassermoleküle verdampfen. Und die hüpfen also so umeinander und hin und wieder springt eben einer in die Luft hinaus. Das heißt, es ist verdampft. Auf der rechten Seite habe ich eben das Natriumchlorid und das tanzt und wackelt dann eben so mit dem Wasser herum und blockiert für die Wassermoleküle den Platz, um zu verdampfen. Die Frage ist jetzt, wie stark wird der Siedepunkt erhöht? Und das ist wieder eine relativ schöne Sache, relativ einfache Sache. Die Änderung der Temperatur, also Delta T vom Siedepunkt auf Englisch V, Vaporization, ist eine Konstante mal die Anzahl der molaren Konzentration, das ist die Molalität. Simulalität des gelösten Stoffes, also dem Stoff, den du in Lösung gibst. Beispiel, nehmen wir mal an, sagen wir mal, ich habe 1 Kilogramm von mein Lösemittel ist Wasser und da habe ich 1 Kilogramm davon. Ich habe also 1 Kilogramm Wasser bei normal atmosphärischem Druck. Und ich habe Natriumchlorid, also normales Kochsalz. Und sagen wir mal, ich habe 2 Mol NaCl. Die Frage ist, wie stark wird das den Siedepunkt vom Wasser erhöhen? Und als erstes muss ich dann die Molalität ausrechnen. Molalität, die entspricht der Anzahl der Mols von dem gelösten Stoff, also 2, geteilt durch der Masse des Lösungsmittels. Und das ist hier ja 1 Kilogramm. Nehmen wir mal, das steht ja hier oben schon, also 1 Kilogramm. 1 Kilogramm. Also 2 Mol geteilt durch 1 Kilogramm. Also ist unsere Molalität 2. Und jetzt schauen wir mal nach, wie diese Konstante ist. Und auf dieser Webseite haben die auch diese Konstanten angegeben. Und der normale Siedepunkt ist ja 100 Grad Celsius, das wissen wir ja, bei atmosphärischem Druck. Und dann ist diese Konstante 0,512 Grad Celsius pro Mol. Und sagen wir mal, es ist 0,5. K ist also 0,5. Jetzt können wir das ausrechnen. Und jetzt möchte ich an dieser Stelle nochmal was ganz Interessantes euch nochmal zeigen. Und zwar, ich habe euch ja gesagt, die Molalität ist 2 Mol pro Kilogramm. Aber das wäre nur so, wenn Natriumchlorid in seinem molekularen Zustand bleiben würde. Was passiert jetzt?
wenn ich das Kochsalz in Wasser auflöse, ist dissoziiert. Das heißt, die Atome gehen auseinander. Und zwar in ein Natrium und ein Chlorid. Also ich bekomme quasi ein Natriumion und ein Chlorinanion. Und weil es sozusagen ein Molekül in zwei dissoziiert, dann ist die Molalität doppelt so hoch. Also 2 mal 2. Das heißt, meine gesamte Molalität ist 4. Das ist jetzt wirklich eine interessante Sache, wenn ich es jetzt mit Glucose zu tun hätte, also mit dem Zucker, und auf der rechten Seite das Natriumchlorid, das ist also das ist also ein Salz, und also ein Natriumchlorid wäre dieses kleine Viereck. Und das interessante Sache ist, du kannst die gleiche Anzahl von Glucose wie Natriumchlorid haben. Wenn du jetzt aber Glucose in Wasser auflöst, dann bleibt es einfach ein Molekül. Also ein Mol Glucose wird also zu einem Mol Glucose im Wasser aufgelöst. Also wenn du Zuckerwasser herstellst, bleibt die Molalität gleich. Währenddessen, wenn du Wasser auflöst, dann dissoziiert das Natriumchlorid in zwei Atome. Wenn ich also mit einem Mol Natrium anfange, wenn ich das in Wasser auflöse, habe ich am Ende 2 Mol, also 2 mal 2 Mol pro Kilogramm, also ist die Molalität letztendlich 4. Ich habe also 4 Mol, 2 Mol Natrium, 2 Mol Chlorid. Ich habe also insgesamt 4 Mol pro Kilogramm. Und jetzt habe ich diese Konstante hier. Dann wäre die Änderung der Temperatur 0,5 mal 4, also 2 Grad. Das heißt also, mein Siedepunkt wird also um 2 Grad erhöht. Wenn ich jetzt 2 Mol Glucose hätte, wenn ich das ins gleiche Wasser auflöse, dann würde ich nur die Hälfte davon bekommen. Die Hälfte des Anstiegs, die Molalität ist auch nur halb so hoch. Und dann wäre das also nur 1 Grad. Und die Formel kann man auch so schreiben, Delta TV, also die Änderung der Temperatur, der Verdampfung, ist K mal M mal I. Also M ist das die Molalität über dem Stoff, den du gelöst hast, das wäre in unserem Fall 2, und I ist die Anzahl der Moleküle, die dissoziieren. Und das ist bei uns im Kochsalz, wäre das also 2. Und im Fall von dem Zucker wäre das I also nur 1. Und da wäre das letztendlich so, ich hätte eben nur 1 Grad Anstieg. Und beim Gefrierpunkt ist es letztendlich das Gleiche. Die Veränderung im Gefrierpunkt, also Delta TF, ist auch Konstante mal Molalität, also K mal M mal I. Aber diese Konstante ist etwas anders, die ist nämlich die für den Gefrierpunkt, ist eine andere Konstante als für den Siedepunkt. Und ist natürlich auch wieder so für verschiedene Elemente. Der entscheidende Punkt ist aber der, wenn du ein Mol von dem oder von dem hast und du löst es in Wasser auf, dann ist es so, weil das NaCl dissoziiert in zwei Moleküle, dissoziiert quasi in zwei Mol für jedes Mol von dem Salz, was du hast, währenddessen Glucose bleibt einfach so. Und deshalb hast du einen doppelt so großen Effekt, wenn du ein Salz auflöst, als wenn du Zucker auflöst.